Shuttle Columbia wieder in die Atmosphäre ein. In wenigen Augenblicken ist es eine explodierende Feuerkugel. Alle sieben Astronauten sind tot. Da fliegen ja Teile weg. Was ist das? Dieser Film zeigt die letzten 60 Minuten einer Katastrophe und menschlichen Tragödie. Sowohl für die Astronauten an Bord als auch für das Bodenpersonal. Was war schiefgelaufen? Hätte man irgendetwas tun können, um die Columbia zu retten? Februar 2003, 280 Kilometer über der Erde. Das Astronautenteam der NASA an Bord des Space Shuttles Columbia bereitet sich auf den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre vor, das gefährlichste Manöver ihrer 16-tägigen Mission. London, Paris, Tel Aviv, Moskau, Peking, Vancouver, New York, dann wieder London, in 90 Minuten um die Welt. Während sich ihr Shuttle mit 28.000 Kilometern pro Stunde auf seiner Umlaufbahn befindet, erleben die Astronauten jeden Tag 16 Sonnenauf- und Untergänge. Jetzt müssen sie zur Erde zurückkehren. In der Stunde vor dem Wiedereintritt der Columbia herrscht im John F. Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, hektische Aktivität. Der Mann, der die Columbia auf die Erde zurückbringen muss, ist Leroy Kane, Flight Director. Er ist 39 und hat dank seiner eisernen Nerven eine steile Karriere bei der NASA gemacht. Ich bin jemand, der unter Druck aufblüht. Es ist ein sehr stressiges Umfeld und wenn man sich dort nicht wohlfühlt und Höchstleistungen bringt, ist es nicht der richtige Job für einen. Kane weiß, dass das Leben von sieben Astronauten in seinen und den Händen seines Teams liegt. Ein Flight Director ist im Wesentlichen für die Sicherheit und den Erfolg der Mission verantwortlich, für die Sicherheit der Crew und für die sichere Rückkehr des Raumfahrzeugs. Sind wir bereit zur Landung? Die einzigartige Konstruktion des Shuttles ist entscheidend für seinen Erfolg. Der NASA-Wissenschaftler G. Scott Hubbard ist einer der Entwickler. Das Shuttle ist ein äußerst komplexes System, wohl das komplexeste Fluggerät, das die Menschen je gebaut haben. Es hebt ab wie eine Rakete, reist wie ein Raumschiff auf einer Umlaufbahn und landet wie ein Flugzeug. Wie sehen die Ziele aus? Gut. Kane leitet das Kontrollraumteam, das gemeinsam entscheiden muss, ob die Bedingungen stimmen, um das Raumschiff sicher auf den Boden zu bringen. Das Programm betraut im Wesentlichen das Team im Kontrollraum mit der Durchführung der Mission. Diesen Leuten ist dies Kronjuwel der bemannten Raumfahrt anvertraut, damit sie die Mission sicher und erfolgreich durchführen und alles tun, damit das Shuttle und die Crew am Ende wieder zurückkehren. Also eine gewaltige Verantwortung. Bereit für den Wiedereintritt in ein paar Minuten. Wie sehen die Ziele aus? Gut. Um 8.03 Uhr beginnt Kane mit seiner Checkliste. Die Columbia wieder zurück in die Atmosphäre zu bringen, ist der gefährlichste Teil der Mission, denn der Wiedereintritt setzt das Shuttle einer Temperatur von 1500 Grad aus. Der erste Schritt ist das Verlassen der Umlaufbahn, das Zünden der Raketen, um das Shuttle in die Erdatmosphäre zu bringen. Das Shuttle wird von der Bodenkontrolle computergesteuert. Es ist Kanes Aufgabe, alle Systeme zu checken und dafür zu sorgen, dass sie die Astronauten lebend zurückbringen. Alle Systeme laufen. Wenn Kane den Befehl gibt, werden die Raketen der Columbia zünden und sie aus der Umlaufbahn schießen. Der Kommandant der Columbia, Rick Husband, ist Astronaut aus Berufung. Wie er den Medien sagte, begann seine Leidenschaft schon früh.
Als ich 5 Jahre alt war und gerade das Mercury-Projekt anfing, saß ich bei jedem Start vor dem Fernseher. Meine ganze Kindheit und Jugend hindurch sagte ich jedem, der mich fragte, was ich werden wollte, immer nur eins: Astronaut. I want to be an astronaut. Die kanadische Astronautin Julie Payette war bei einer früheren Shuttle-Mission mit Rick Husband geflogen. We were both rookies, new guys on the block. Wir waren beide Anfänger, die Neuen. Und es verbindet besonders, wenn man diese neue Sache, den Flug ins All, gemeinsam erlebt. Rick ist Texaner aus Amarillo und spricht mit starkem texanischem Akzent. Very distinctive Texan accent. Es war eine Freude, mit ihm zu fliegen und das gemeinsam zu erleben. Ihr seid bereit zum Zünden und schafft das Manöver planmäßig. Okay, Houston, go for the burn. Sind wir bereit zur Landung? Kanes Team hat ihn nie unsicher erlebt. Heute soll sich das für immer ändern. Uhr 12. Die Besatzung des Space Shuttles Columbia bereitet sich auf den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre und den Anflug auf Cape Canaveral vor. Laut Zeitplan sollen sie in genau 1 Stunde und 4 Minuten landen. Wie ist das Wetter in Florida? Heiter und sonnig, perfekt für die Landung. Die Besatzung des Shuttles besteht aus Willie McCool, Pilot, Kalpana Chawla, Ingenieurin, Michael Anderson, Nutzlastspezialist, Laura Clark, Zoologin, David Brown, Bordarzt, Ilan Ramon, Elektronikexperte. Vor dem Abflug hat sich jeder von ihnen vor den Medien geäußert. Es können vielleicht nur wenige, aber wenn man seine Arbeit liebt, lässt man sich so etwas nicht entgehen. Wir haben eine so junge Crew und arbeiten schon so lange zusammen, dass die Beziehung für Außenstehende unverständlich ist. Ich erinnere mich noch an Gemini und Apollo in den späten 60ern, dann an Skylab und das erste Shuttle. Das Shuttle hatte man 16 Tage vorher startklar gemacht. Columbia war das älteste der Flotte und dies war seine 28. Mission. Wie die Landung ist auch das Abheben für das Raumschiff und seine Passagiere hochriskant. Commander Rick Husband ist bereits im White Room. Ebenso unser Pilot Willie McCool. Das ist sein erster Flug. Beim Abheben wiegt die Columbia 2000 Tonnen. Ein Großteil dieses Gewichts ist Treibstoff, der sich in einem orangen Tank direkt unter dem Shuttle befindet. Im Grunde reitet die Columbia auf einer riesigen Bombe. Space exploration is a risky business. It is foolish. Die Erforschung des Weltalls ist hochriskant. Es wäre dumm zu bestreiten, dass damit erhebliche Herausforderungen und hohe Katastrophenrisiken verbunden sind. Das Shuttle ist ein gefährliches Fluggerät. Es muss ersetzt werden. Shuttle 1986 sah die ganze Welt mit Entsetzen, wie das Space Shuttle Challenger kurz nach dem Abheben explodierte. Diese schrecklichen Bilder schadeten dem Image von der sicheren Raumfahrt. Fast 20 Jahre später, beim Start der Columbia, gab es die unterschwellige Angst vor einer weiteren Katastrophe. Die Mission der Columbia war in den letzten 2 Jahren 13 Mal wegen technischer Mängel verschoben worden. Doch nun endlich der Start. 2, 1. We have booster ignition and liftoff of Space Shuttle Columbia with a multitude of national and international space research experiments. Die NASA stand unter großem Druck, nach so vielen Rückschlägen die Columbia ins All zu schicken. When you're in a program,
Durch den enormen Termin- und Budgetdruck, die hohen Leistungsanforderungen, hat sich im Laufe der Zeit eine Tendenz entwickelt, dass man dem Start entgegenfieberte. Lasst uns die Sache endlich hinter uns bringen. Wir haben alles, was nötig ist. Die Sekunden nach dem Abheben sind die gefährlichsten. Denn in diesen Augenblicken kämpft das Shuttle, um der Erdanziehungskraft zu entgehen. Die Columbia legte zunächst einen Bilderbuchstart hin. 8 Minuten später trennte sich das Shuttle vom Treibstofftank. Die Crew filmte den Riesentank, als er zurück auf die Erde stürzte. Das Shuttle war in einer Umlaufbahn 300 Kilometer über der Erde mit 28.000 Stundenkilometern Geschwindigkeit. Für Astronauten ein atemberaubender Augenblick. Sobald ich mir einen Augenblick Zeit nehmen konnte, schaute ich mit Begeisterung auf unseren Planeten runter. An Bord des Shuttles befand sich ein Labor. Darin sollten die Wissenschaftler die Überlebensbedingungen für längere Aufenthalte im All erforschen. Where did we come from? Are we alone? Wo kommen wir her? Sind wir allein? Wo gehen wir hin? Was passiert, wenn ein Lebewesen seinen Ursprungsplaneten, die Erde, verlässt? Die Experimente zur Erforschung der Schwerelosigkeit fanden an Kleinsäugern, Fischen und Ameisen statt. Um zu begreifen, wie Leben funktioniert, ist es entscheidend, die Rolle der Schwerkraft zu verstehen. Und falls wir je den 3 Jahre dauernden bemannten Flug zum Mars unternehmen, müssen wir noch sehr viel mehr darüber lernen, wie man mit den Problemen umgeht, die durch die Schwerelosigkeit entstehen. Trotz allen Trainings kann nichts die Astronauten auf die Erfahrung der völligen Schwerelosigkeit vorbereiten. In einer Viertelsekunde verwandeln wir uns von 3-mal schwerer in... Meine Güte, man ist immer noch angeschnallt, merkt aber schon, dass man schwebt. Dann schweben Sachen durch die Kabine und das Gehirn protestiert. Mann, das hat mir keiner gesagt. Was ist denn das? Einen Tag nach dem scheinbar perfekten Start wurde beim Sichten der Videoaufzeichnung entdeckt, dass sich ein Stück Schaumstoffverkleidung vom Haupttreibstofftank gelöst und beim Abheben das Shuttle getroffen hatte. Das war nichts Neues. Dieser Schaumstoff muss die unregelmäßigen Bereiche auf der Oberfläche dieses externen Tanks abdecken. Dabei geht es um riesige Flächen. Wir bedecken hunderte von Quadratmetern damit. Der Schaumstoff hält nicht perfekt und deshalb löst sich bei jedem, buchstäblich bei jedem Flug des Shuttles ein Teil davon ab. Es war im NASA-Jargon ein familiäres Problem. Sie nannten es den Popcorn-Effekt. Aber dieses Stück war größer als sonst, etwa wie ein 40-Zentimeter-Fernseher. Auf der Aufzeichnung war klar zu erkennen, dass der Schaumstoff den linken Flügel des Shuttles getroffen hatte. Das hatte es an der Stelle schon früher gegeben, deshalb machte sich niemand besondere Sorgen. Es war wohl 1 oder höchstens 2 Tage nach dem Start, als ich die Aufzeichnung gesehen habe. Ich wusste nicht, was es war, ob Schaumstoff, ob es den Flügel beschädigt hatte. Ich wusste, dass die Ingenieurteams sich das genau ansahen, um festzustellen, ob wir uns darum kümmern mussten.